Ihr Lieben, ich möchte heute über ein Thema sprechen, wo sicher der ein oder andere bei aller Überzeugung, bei aller Liebe Wissenslücken hat. Es kann heute nicht vollständig behandelt werden. Ich reiße das ein oder andere an aus dem Fundament der Adventbewegung. Das ist eine Studienreihe und da werden viele Fortsetzungsthemen kommen. Und ich setze auch einiges jetzt voraus, aber danach, ich werde nicht die ganzen Quellen hier auflegen, sondern erstmal das Grundsätzliche, was wir lernen wollen. Wir haben vieles mit der Jugend studiert in den ganzen Jahren. Und das Fundament der Adventbewegung, da geht es heute um Folgendes. Kleinen Moment, ich muss das erst skizzieren. Wir wollen heute eine Bibelstelle zum Einstieg lesen, und zwar in der Offenbarung Kapitel 10, wer mit aufschlagen will. Offenbarung Kapitel 10. Da haben wir dieses Kapitel von der Adventbewegung, was wir ja können sollten, wissen sollten, was dort steht. Und dieser Engel, der vom Himmel kommt und selber diese Botschaft verkündigt und dem Johannes auch das offene Büchlein gibt, dieser Engel ist nicht etwa Gabriel oder ein anderer Engel, es ist Jesus Christus ganz persönlich. Das Erste, was wir heute lernen, Gott hat zwei Bewegungen durch seinen Sohn Jesus Christus herausgeführt. Einmal sein Volk aus Ägypten in der Wolkenfeuersäule und das zweite Mal sichtbar die Adventbewegung aus dem Protestantismus, aus Babylon. Christus ist dieser Engel hier, eine ganz besondere Botschaft. Und diese Botschaft damals, die Adventpioniere erkannten, das hat die Christen so aufgewühlt. Das war ein Highlight gewesen, wie wir uns das nicht vorstellen können. Und da möchte ich etwas hier lesen. Dieser Engel hat diese Botschaft und Vers 3, er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt, und als er gerufen hatte, dieser Engel ist der Christus, ließen die sieben Donner ihre Stimme vernehmen. Und als die sieben Donner ihre Stimme hatten vernehmen lassen, wollte ich schreiben, da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel zu mir sagen, versiegele, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe diese Dinge nicht auf. Dieser Mann hier, dieser William Miller und viele andere, die haben diese Botschaft damals verstanden, haben sie entsiegelt. Sie haben auch Daniel verstanden, wo da steht zum Daniel, versiegelt diese Botschaft, Kapitel 12. In der Endzeit, in der letzten Zeit werden viele darüber kommen, es verstehen. Und wir wollen jetzt mal studieren, was es damit auf sich hat. Ich mache ihn mal hier dran. Habt alle schon mal das Bild gesehen von ihm. Es war ein Farmer gewesen, seine Geschichte. Gibt im Internet sehr gute Beiträge. Und jetzt sollten wir etwas kennenlernen. Ich möchte mich heute ganz kurz mal darauf konzentrieren, was die sieben Donner beinhalten. Das, wenn wir das jetzt studieren miteinander, ist sehr wichtig, einen geschichtlichen Zusammenhang zu verstehen. Ihr seid alle gut belesen. Die 1260 Jahre, Tage, Jahre der päpstlichen Vorherrschaft beginnen wann? 538 und enden durch Mitarbeiten 1798. Ne? Wir haben gelernt, dass 1798 laut Daniel die Zeit des Endes beginnt. Ganz wichtig zu verstehen, Zeit des Endes. Dann haben wir noch eine andere Prophezeiung, das sind 2300 Tage, Jahre. Ihr wisst auch, wo sie stehen, in Daniel, Kapitel 8, Vers 14. Schreibt es mal dran, Daniel 8, Vers 14. Und die gehen ja bis 1844. Dann fangen sie an, 4, 5, 7 vor Christus. So, jetzt haben wir etwas ganz Wichtiges, um dieses Fundament zu verstehen. Zwischen 1798 und 1844 ist eine Zahldifferenz, wer es gut im Kopf rechnen, 46 Jahre. Ne? Und diese 46 Jahre, die werden in der Bibel ganz symbolisch von Jesus benannt. Wer es nachlesen möchte, Johannes Kapitel 2, der Wolfram erkennt diese Stunde, Johannes Kapitel 2, wer es hat, darf es mal vorlesen. Johannes Evangelium Kapitel 2. Und da hat der Herr Jesus eine Diskussion mit den jüdischen Geistlichen. Und da geht es natürlich darum,
dass er sagt, brecht diesen Leib, also meinen Körper, Tempel ab, in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Natürlich haben die Geistlichen diese Bildersprache nicht verstanden und haben natürlich gesagt, was? In 3 Tagen, Vers 20, da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, der herodianische Tempel, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Also wir haben eine Zahl, dass der zerstörte Tempel von Salomo 46 Jahre gebraucht hat. Nun wissen wir ja, dass in dieser Zeit der päpstlichen Vorherrschaft 538 bis 798 das Volk Gottes zerschlagen, zerstreut, verfolgt worden ist. Und dann hat Gott eine Zeit bemessen, 46 Jahre, wo in der neutestamentlichen Gemeinde der geistliche Tempel wieder aufgebaut wird. Das heißt also, von 1798 bis 1844, das sind gleich 46 Jahre, der geistliche Tempel. Wir wissen ja, wir haben eine Gemeinde, wir haben die Gebäude, sind nicht der Tempel. Und dieser geistliche Tempel in den 46 Jahren bis 1844, da sind die Fundamente der Adventbewegung gelegt worden. Jetzt wird ja mancher sagen, was, die Fundamente? Wir haben doch bis 1844 nicht mal den Sabbat gehabt. Ja, das stimmt. Wenn ein Haus baut, muss erst ein Fundament da sein. Und darauf kommen die Säulen des Glaubens. Ich habe viele Zitate hier von E. G. Weitze, schreibt, das Fundament unserer Erweckungsbewegung darf nicht geändert werden und auch nicht die Säulen, die darauf stehen. Im Jahr 1903 hat sie nochmal geschrieben, da ging das nämlich los, dass Säulen und Fundamente geändert wurden oder nicht mal beachtet worden sind. Wir dürfen die von Gott gegebenen Fundamente in der Miller-Bewegung und die darauf gebauten Säulen der Adventbewegung nicht ändern, sollen nach wie vor bestehen bleiben. Haben wir das verstanden? In diesen 46 Jahren wurde der geistliche Tempel errichtet. Und da will ich ja, Miller und andere Adventpioniere haben natürlich in dieser Zeit Wahrheiten erkannt, die damals wirklich einmalig waren. Die haben die ganze Christenheit erregt. Es gab eine Erweckungsbewegung. Ich habe mal einige hier dran. Komme ich doch alle bekannt vor. Hier am Edson. Natürlich hat nicht alle Wahrheiten William Miller entdeckt, aber jeder hat seinen Teil damit zu beigetragen. Man, die waren später gewesen. Aber der Joseph Bates war mit einer von ihm, der Schiffskapitän. Und diese Wahrheiten, die da entdeckt worden sind in diesen 46 Jahren, das entspricht diesen Donnerschlägen. Und diese 7 Donnerschläge, was wir so besonders herausgefunden haben als Grundlage, als Fundament der Adventbewegung, darauf wurden dann die Glaubenssäulen unseres Glaubens gebaut. Ich greife jetzt mal vor. Ihr seid ja alle gut im Stoff. Welche Glaubenssäulen wurden ab 1844 bis 1848, wurden ja die Glaubenssäulen von den Adventpionieren herausgefunden beim Studium. Was waren das für Glaubenssäulen? Jeder kann einen Punkt nennen. Heiligtumslehre, jawohl, bitte. Der Sabbat, welche noch? Zustand der Toten, ganz wichtig. Das war eine große Irrlehre. Ich habe jetzt beim Studium dieses Themas herausgefunden, dass schon vor 1844 ein Adventpionier damit dabei war, war aber nicht er gewesen, ein anderer, hat schon groß und breit gepredigt, was wir heute verstehen, der Zustand der Toten, ein bewusstloser Schlaf im Grab ist der Auferstehung. Aber weil nun die Adventbewegung kurz vor dem Zeitpunkt stand, haben sie das nicht weiter beachtet. Also diese Grundwahrheiten wurden gefestigt. Natur des Menschen, dann die Heiligtumslehre, der Sabbat, was war noch eine Säule gewesen? Was heute ein großer Irrtum in den protestantischen Gemeinschaften ist. Na, wie ist denn das mit den 1000 Jahren? Das Verständnis über die 1000 Jahre und das Gericht, ja. Über die 10 Gebote. Also da wurden die Säulen bis 1848 errichtet. Aber erst als die Grundlagen gestanden haben. Und die Grundlagen, das Fundament der Adventbewegung, das wollen wir heute mal näher studieren. Ich habe mal so ein paar kleine Notizen gemacht. Was mir daran so wichtig ist,
Es ist nämlich so, in der Heiligen Schrift wird zum Beispiel gesagt, in den Psalmen, da steht dann da, wenn die Fundamente eingerissen werden, worauf soll der Glaube ruhen? Das ist Psalm 11, Vers 3. Wenn die Fundamente eingerissen werden, was soll der Gerechte da tun? In Esra 4, Vers 12, der Zeit habe ich abgekürzt, da war der Wiederaufbau Jerusalems. Nun denkt man ja so, wenn man jetzt nicht auf dem Bau ist, ja, man kratzt den Dreck weg, die Fundamente sind noch in der Erde von zerstörten Stadt Jerusalem und die Mauern. Nein, die mussten die Fundamente neu legen, es war ja alles verbrannt, war ja alles zerstört. Und deshalb mussten sie alles neu machen. Und das heißt, da steht da, sie haben schon die Fundamente für die zerstörten Bauwerke gelegt, für die Stadtmauer und die Tore. So waren die Israeliten damals. Und das war das passiert durch die Zeit der 1260 Jahre päpstlicher Vorherrschaft, sind fast alle christlichen, biblischen Glaubenslehren zerstört worden. Wie damals bei Jerusalem, als die Babylonier kamen, haben alles zerstört. Und die Nachzeit unter Esra und Nehemia musste alles neu aufgebaut werden, der Tempel neu aufgebaut werden. Und so war die Adventbewegung, der geistliche Tempel, der nach dieser Zeit alle Grundlagen wieder aufbaut. Und die Grundlagen, da drehe ich mal die Tafel rum, da wollen wir jetzt mal einiges studieren. Ich mache noch ein paar Schautafeln dran. So, aber ich frage euch dann mal, was so die Grundlagen sein könnten der Miller-Bewegung. Also Sabbat war es nicht. Die Heiligtumslehrer haben es auch nicht ganz richtig verstanden. Zeit des Gerichts ist okay. Die glaubten ja an diesen bestimmten Tag. Aber jetzt kommt einmal die Fundamente. So, wir müssen heute verstehen, wenn wir jetzt die Fundamente anschauen von der Miller-Bewegung, dann wird heute die Christenheit, die normale Christenheit, nimmt uns das nicht mehr ab. Damals haben diese Wahrheiten die Leute vom Hocker gerissen, die Christen, egal welche Konfession, selbst Katholiken. Und wisst ihr warum? Weil es damals ein einheitliches Bibelauslegungsprinzip gab, und zwar die Bibel wörtlich zu nehmen. Heute haben wir die höhere kritischen Methoden und alles möglich, und da wird alles vergeistigt. Und wir schauen mal, was die alles damals hatten. Also eine Erkenntnis, auf die der William Miller gebaut hat, bei dem Bibelauslegungsprinzip, lesen wir mal weiter, was heute in den Kirchen und in den Freikirchen nicht mal gang und gäbe ist, da sind die sogenannten Zeitketten. Zeitketten, naja, das ist dieses Tag-Jahr-Prinzip. Wird heute überall bestritten, wird verdreht, auseinandergenommen. Und was denkt ihr? Also Wolfram, du hältst dich zurück, alle anderen, die frage ich jetzt mal. Wie viele Zeitketten die Adventbewegung in 46 Jahren gefunden hat, die diese Bewegung so aufflammen ließ? 3, 4, 5, 6? Was meint ihr? 10 Zeitketten? Na, keine Beiträge. Wie bitte? Nicht. Also, wir haben gehört in der Offenbarung, wie viele Donner hat der Johannes gehört? 7 Donner. Genau 7 Zeitketten. Und jetzt will ich mal sehen, ob ich die mit euch alle zusammenkriege. Aber ich will nicht so unfair sein, ich will euch helfen. Ich danke Wolfram und danke auch Müllers, die mir Material gegeben haben, wie die Bilder hier. Und Wolfram hat mir etwas gestiftet. Das ist alles in Deutsch, war damals alles in Englisch. Das war die erste Karte der Milleriten gewesen. Zeitpunkt seines Kommens, das war dann 1843. Dann gab es noch eine verbesserte Karte. Und da waren diese ganzen Dinge drauf gewesen. Ich muss das nicht mehr dran machen. Aber das könnt ihr nicht erkennen, könnt ihr das in Ruhe mal angucken. Und dann habe ich noch die große von 1850, die verbesserte dann. So. Ja, aber ich noch was. Naja, aber auf das Metall. Naja, warte mal, das Problem ist hier, Wolfram, ich muss nämlich dann mal dran schreiben, die 7 Zeitketten. Ne? So, gib mir mal noch eine Klammer bitte. So, ja, das war die verbesserte dann von 1850, da war das Datum dann 1844. Ne? Dieses eine Jahr hat man am Anfang nicht erkannt, daher hat das zugehalten. Und jetzt sind wir mal dran, diese 7 Zeitketten zu erkennen. Ich vermute mal, dass wir das nicht alle zusammenkriegen. Also, die erste große Zeitkette, könnt ihr euch ja denken, wann die entschlüsselt worden ist.
Und zwar ist das, sie kommt 7-mal in der Heiligen Schrift vor, 2-mal in Daniel, 5-mal in der Offenbarung, ist die Zeitkette über die 1260 Jahre, päpstliche Vorherrschaft. Das Problem ist daran, dass kurz vor 1798, also erst im 18. Jahrhundert, die Bibel- und Schriftausleger erkannt haben, ja, da endet die Zeit der päpstlichen Vorherrschaft. Selbst Luther hat das in der Zeitkette nicht so erkannt. Das ist wichtig für uns. Ne? 7-mal, das war eine päpstliche Vorherrschaft. Das ist ganz wichtig, damit die Adventbewegung, das haben dann Amerika Gelehrten überall verkündigt, ihr wisst ja, die Protestanten, die Freikirchen in Amerika gegangen sind, die hatten dort Religionsfreiheit gehabt, in Deutschland, Europa wäre das ja nicht möglich gewesen. Gut, welche Zeitketten wurden dann noch entdeckt? Das haben wir in Daniel 12, also 7-mal kommen diese 1200 Jahre vor. Dann haben wir nur einmal in der Bibel die Zeitketten 1290 Jahre. Die stehen in Daniel 12. Die fangen natürlich 508 an bis 1798. Hier nochmal 538, ja, schreibt es nochmal hier drüber, ist wichtig zu verstehen, bis 1798. So, diese Zeit. Warum 508? Wer weiß es von euch? 508 hat das Papsttum alle religiöse Vollmacht bekommen, theologisch war auf den Thron. Es war ein Herrschaftswechsel da gewesen. Und? Aber sie konnten die Macht nicht antreten, weil es noch drei politische Mächte gab, die dagegen traten. Die Heruler, die Ostgoten und die Vandalen. Gab es 30 Jahre Krieg und erst dann 538 konnte es die Herrschaft ausüben. Das ist wichtig zu verstehen. Wir werden auch sehen, warum das noch weiter ist. Ne? Also, um diese Zeit wurde die Macht übertragen. Es war ein Machtwechsel. Wurde alles herausgefunden in dieser Zeit. Die dritte Zeitkette, die ist nur Beispiel, steht in einmal kommt die vor, 1335 Tage, Jahr. Und die endet, wann, wisst ihr es? Ja, 508 geht die auch los, wer da wartet und aushält und erreicht 1335 Jahre, endet dann 1843-44. Ihr seht schon, immer wieder auf dieses Jahr, wieder 1798 kommt die Zeitkette noch dorthin. Und dann müsst ihr verstehen, ich habe bei dem William Miller das nachgelesen, er war ja ein Zweifler an der Heiligen Schrift. Das alles abgelehnt, dieses Auslegungsprinzip. Jetzt erkennt er die Wahrheiten, ist begeistert, es packt ihn so, wieder studiert. Und als er das erste Mal die Wahrheiten vorträgt, hat er so viel Einladung bekommen, er konnte nicht alle bedienen. Es hat eine Erweckung gegeben, ohnegleichen. Ich will vielleicht nochmal was zeigen. Diese Karten hier, ja, die dann richtig groß waren, die erste hier von 1843, dann von 1850, aber auf dieser Karte hier, die wurde dann 1842 gedruckt. Und da haben sie beschlossen, auf einer Generalkonferenz in Milleritten, wir drucken davon, wie viele Exemplare? Sie hatten genau 300 Prediger gehabt, die das vollamtlich machten, und 300 Karten haben sie gedruckt, und das gab die große Adventbewegung. An was erinnert das in der Bibel? Wie viele Streiter hat der Gideon gehabt, Irina? 300. Was haben sie gehabt? Krüge und eine Fackel, nur die Wahrheit hochgehalten. Und damit haben sie das aufgehangen und haben den Leuten das erklärt. Nun haben wir die ganzen Zeitketten, sind ja alle drauf, und Weiden können das nicht sehen. Ich habe gerade hier 1335, dann von Christus die 1200, alle Zeitketten waren da drauf, 1260 Jahre, keiner hat gefehlt. Gut. Die haben alle zusammengepasst. Die haben die so bestätigt. Wir haben das heute ja gelernt in der Heiligen Schrift, dass alle wichtigen Bewegungen sind biblisch vorhergesagt. Auch gerade die Adventbewegung, da ist Christus persönlich gekommen, was er nur noch einmal machte bei Mose, in der Wolken- und Feuersäule. Natürlich, wie er persönlich auf der Erde da war, auch. So hat er diese Bewegung bestätigt. Und nicht mal zur Reformationsbewegung durch Luther gibt es in der Bibel einen Hinweis, dass Christus persönlich auf dieser Erde war. Natürlich war bei der Lutherreformation die Engel Gottes dabei, der Geist Gottes war ja eine von Gott gewirkte Reformation. Aber gerade die Adventbewegung hat Christus persönlich herausgeführt,
so wie bei Mose das Volk mit Christus herausgeführt hat. So, dann haben wir den vierten Punkt. Dann haben wir ja die bekannten 2300 Abend und Morgen. Hier haben wir ja schon mal gehabt, 4, 5, 7 bis 1844. Okay, ihr müsst fragen, wenn ihr irgendwas nicht versteht, wenn ich so schnell vorangehe. Jetzt haben wir natürlich drei Zeitketten, die damals die Milleriten erkannt haben, die auch hier drauf waren und die heute nicht mehr gelehrt werden, schon seit vielen Jahrzehnten. Nicht, dass wenn der eine oder andere hochspringt und sagt, Rauschel, wie kannst du sowas sagen? Sieben Zeitketten, drei hat man nur noch am Tisch fallen lassen, nach einigen Jahren und Jahrzehnten. Jetzt kommt eine kleine Überraschung, die 2300 Abend morgen, ja, wo der William Miller so studiert hat, das herausgefunden hat, wie hat er die Bibel studiert, von Mose angefangen, immer so vorgegangen, Paralleltexte gelesen, der Heiligen Schrift, bis er alles verstanden hat. Ich habe noch in der Adventgemeinde gelernt, ich wurde auch nicht richtig unterrichtet, dass Miller das zuerst gefunden hat, aber stellt euch vor, die 2300 Abend und Morgen hat der William Miller durch eine andere Weissagung schon im Buch Mose gefunden. Und als er das hier las, was, habe ich doch schon gehabt? Wisst ihr das? Hier haben wir es drauf, ne? Ich zeige euch das auf diese erste Karte. Und zwar kommt es auf diese Zahl 677 vor Christus. Ich halte es so hoch. Vor Christus ging das Südreich, muss ich nicht Falsches sagen, also Juda in die babylonische, Israel wird in die Gefangenschaft geführt, jawohl. Und von dieser Zeit an, diese 677 Jahre, zählt das diese Monate, das sind sieben Zeiten, kommt man auch auf 1843, 44. Und das kommt zweimal nochmal vor, steht in 3. Mose 26. Denn die Juden, wenn sie abfallen, steht da, sollen sie mit sieben Zeiten gestraft werden. Aber liebe Mirjam, wenn du jetzt nach deiner deutschen Bibel nachschaust, wirst du das nicht finden, weil alle deutschen Bibelübersetzungen, auch die konservativen Übersetzungen, haben übersetzt mit siebenmal härter. Aber die Schemes-King-Version ist übersetzt worden mit sieben Zeiten. Ihr könnt Juden fragen, die bestätigen das. Ne? Man kann das so oder so übersetzen. Es gibt keine deutsche Übersetzung, die mit sieben Zeiten übersetzt, sondern mit siebenmal härter, was da keinen Sinn macht. Gott hat damit Zeiten gestraft. Und wenn du diese Zeitketten nimmst, dann würde ich mir das auch immer gefunden. Was? Habe ich das schon mal gehabt? Jetzt habe ich es wieder gefunden. Das sind also zwei Zeitketten, die mit auf dieser Tafel hier drauf sind, die sie damals gelehrt haben. Ich möchte eine kleine Begebenheit erzählen, die ich so hatte. In der Adventbewegung und zu DDR-Zeiten hat man das ja auch nicht alles mehr so gehabt. Da habe ich die Adventistenprediger gefragt, ja, das heißt doch zwei, drei Textzeugen für so einen wichtigen Text, Daniel 8, Vers 14. Da muss es noch eine andere Grundlage in der Bibel geben. Nein, beruhig dich damit, Bruder Hauschild. Das ist nur mal so, wir gründen auf eine Bibelstelle. Als ich dann in der Reformgemeinde war, habe ich sehr viel Material bekommen aus dem Westen überall her. Vieles war ja nicht so gebraucht, aber viele Wahrheiten ist mir dann doch klar geworden als Dokumentation, auch jetzt durch das Internet. Und hat man durch dieses Suchen herausgefunden, es gibt genug Broschüren, die das richtig bezeugen, dass der William Miller das vorher aus einer anderen Weissagung herausgefunden hat. Da wurde er wieder hier bestätigt. Und die andere kommt dann mit Nord- und Südreich noch, endet aber 1798. Wenn ich dann frage die Prediger, na, was war denn mit der Miller-Bewegung? Ach, damit wollen wir nicht mehr zu tun haben. Wir haben sich verrechnet. Unsere eigentliche Gemeinschaft geht los 1844, 1848, wo wir den Sabbat hatten. Sie haben sich für die Fundamente geschämt. Das Fundament der Adventbewegung ist die Miller-Bewegung. Könnte ein Haus bauen ohne Fundament? Es bricht zusammen. Also wichtig zu verstehen, jetzt haben wir die Frage 5 und 6. Und diese Zeitketten, das konnte man alles nachprüfen, das haben sie studiert, die Leute. Das sind wie viel? 1260 mal 2, Irina? 1260 mal 2, Nachwerk hilft mir. 2520 Jahre, nach dem Jahr-Tag-Prinzip. Ne? Und die kommen natürlich auch 1844 raus. Und die andere Zeitkette endet 1798. Das eine ist das Südreich. Das gleiche nochmal mit dieser Zeitkette und fängt dann anders an. Sie sind unterschiedlich in die Gefangenschaft gekommen.
Und da waren diese drei Zeitketten, die hat er gefunden. Ich muss noch sagen, die zweite Zeitkette mit 1798, das hat der Heim ja. Edson gefunden. Ja, ja, haben wir den irgendwo gehabt? Hier am Edson. Entschuldigung. Nach der großen Enttäuschung hat er das erkannt. Okay, ich danke dir. Da hat er noch die haben alle ihren Beitrag dazu geliefert. Ich danke dir, Wolfram, stimmt, du hast recht. Und was ist die siebte Zeitkette? Wird auch so gut wie nicht mehr gelehrt. 191 Jahre und 15 Tage. Ja, das ist mit den Türken. Ihr wisst ja, das Osmanische Reich, die Türken sollten im 1840 dann ihre Vorherrschaft verlieren. Und das waren dann 391 Jahre. Ne? Ich habe das ja so stehen. 391 Jahre und 15 Tage. Wie viel, sag mal? 391 Jahre und 15 Tage. 15 Tage, ja, es war im August 1840. Die Weissagung sagte auf die Stunde, auf den Tag, auf den Monat und auf das Jahr. Wenn man das prophetisch zusammenzählt, kommt man auf diese Zeit. Und der Josiah Litsch, der hat das vorher errechnet und hat gesagt, am 11. August 1840 geht das Osmanische Reich unter. Das ja. Hat er schon zwei Jahre vorher verkündigt. Na, nun hat man ja darauf auf das Datum gewartet. Erfüllt sich das nicht? Na, und es hat sich genau Punkt auf dieses Datum hin erfüllt und ellenweit bestätigt, das ist ein großer Kampf. Und da sehen wir eben, das hat der Adventbewegung eigentlich den entscheidenden Auftrieb gegeben, weil man hier gesehen hat, dass das Jahr-Tag-Prinzip zuverlässig ist. Ja, also das muss man sagen, diese Sache hier, schreibt sie, die Botschaften, die wir als Miller-Bewegung 1841 gelehrt haben, die erkannten Wahrheiten, 1842, 1843 und 1844, sind die Fundamente unserer Bewegung, dürfen nie verändert werden. Sie haben halt noch mehr herausgefunden. Ja? Und das ist bloß mal die sieben Donner dieser Zeitkette, immer Übereinstimmung. Und das hat natürlich die Pastoren, die Pfarrer, keiner konnte sie widerlegen. Das hat einen Durchschlag gegeben. Aber heutzutage würde es den gleichen Durchschlag geben, wenn man das den Leuten so zeigt, denn das sind ja Beweise für die Führung durch Christus. Er hat das ja alles in der Bibel niedergelegt. Dann wurden sie erkannt. Egeweit bestätigt das. Das entspricht diesen sieben Donnern, die jetzt unter der ersten und zweiten Botschaft sich erfüllt haben. Sag mal, das letzte, das sind dann 15 Jahre, also 391 Jahre. Ich habe das bloß so schnell hingeschrieben. Ja, warte, ich schreibe mal hin. Ja, ja, 391 Jahre plus 15 Tage, ja. Also, der Urheil Smith, die Wälzer habe ich alles da, steht das ja alles schön drin. Im großen Kampf hat sie ein ganzes Kapitel darüber geschrieben. Ja, das ist jetzt nochmal wichtig. Dann hat man damals, ich danke Wolfram, der hat mir mitgebracht, werde ich alles mal kopieren. Ne? Dann hat man hier auf diesen Karten diese beiden Weissagen mit den 2520 Jahren, wann es angefangen hat, wann es enden, muss man es hier hochhalten. Dann kann man das alles schön belegen. Ne? Und das ist interessant, ja. Die eine Zeitkette, das war die zweite hier, ja, endet 538 und geht bis 1798 und fängt 723 vor Christus an. Jetzt kommt das Entscheidende. Ihr kennt doch dieses Standbild aus Daniel 2. Ja? Und wir haben dann zum Schluss die beiden Beine. Ja? Und da hast du eben den ganzen Herrschaftswechsel, dass Volk Gottes ist durch die babylonische Gefangenschaft und die Herrschaft des Heidentums gekommen. Haben ja nie wieder ihre volle Freiheit bekommen. Und die erste Hälfte haben sie an den Heiden geherrscht bis 538 nach Christus und dann kam das Papsttum dran. Und dieser Wechsel vom Heidentum zum Papsttum 538 wird in Daniel 8 geschildert. Und da steht da, das tägliche, das tägliche Opfer ist dazugesetzt, gehört nicht dazu. Das tägliche symbolisiert den heidnischen Gottesdienst und den Gräuel der Verwüstung signalisiert den päpstlichen Gottesdienst. Das war ein richtiger Herrschaftswechsel. Der eine gibt ab und der andere übernimmt. So schildert das die Bibel da. Und Ege Weit schreibt hier in Erfahrung gesichtlich, ich habe es ja da, ich zitiere es aus dem Kopf. Solange die Miller-Bewegung war, die Adventbewegung, hatten alle die gleiche Ansicht über das Tägliche. Das Heidentum hört auf, das Päpstliche übernimmt die Vorherrschaft. Und das haben wir noch im großen Kampf, da geht Ege Weit drauf ein und schreibt bei der Wiedererstarkung des Papsttums, es wird eine Zeit kommen, wo das Papsttum an die Macht kommt und alles ausrottet und vernichtet, was der Protestantismus je geschaffen hat.
Das war 538 schon so gewesen. Das ist ein Wechsel. Das haben die Adventpioniere gekannt. 1901 herum hat ein leitender Adventist die Generalkonferenz überzeugt, dass das tägliche nicht mehr so gesehen wird. Das war der Conradi gewesen. Und seitdem wird das ja nicht mehr so gelehrt. Ich habe drüben eine Broschüre da, dass die Andrews-Universität, die jetzt praktisch in den USA die ganzen adventistischen Professoren, ich zitiere es aus dem Kopf, ich kann euch das zeigen, die haben jetzt diese ganzen Sachverhalte hier, alles vom Hebräischen her untersucht, auch mit den Tamid, mit den täglichen, alles was dann Miller erkannt haben, die können ja nun Hebräisch, die Grundsprachen. Und zum Schluss haben sie die Auslegung der Miller-Bewegung bestätigt, auch von William Miller, von allen anderen. Da sagt der Kommentator, dieser leitende Professor, wir müssen anerkennen und staunend anerkennen, dass der William Miller als Laie, der kein Theologiestudium hat, Wahrheiten daraus gefunden hat, die noch heute gültig sind, die über sein Verständnis darüber hinausgehen, als Nicht-Theologe, ist nur möglich, weil er durch den Heiligen Geist Christus selbst diese Bewegung geleitet hat. Und dieser Professor sagt natürlich, die Auslegung mit den Tamid ist richtig. Man kann das nicht ablegen, das sind alles richtige Erkenntnisse. Haben sie jetzt auch wieder bestätigt durch Grundlagenstudium des Hebräischen. Also es gibt auch treue Brüder dort an Endos, nicht alle links, wie man so schön sagt. Überall versucht Gott die Wahrheiten zu bestätigen. Und die sagen noch mehr, der William Miller war sich selber gar nicht richtig bewusst, was ihm Gott alles gezeigt hat. Keiner seiner Wahrheiten mussten revidiert werden. Jetzt möchte ich noch ein Zitat hier vorlesen, also ich denke, das ist alles auf meinen Mist gewachsen. Ich hätte das ja auch nur aus der Bibel von den Zeugnissen Anregungen. Und da schreibt Egeweit, Erfahrung, Gesichter. Viele von unseren Glaubensgeschwistern erkennen nicht, wie solide das Fundament unseres Glaubens angelegt worden war. Geht aber jetzt um die Fundamente bis 1844, plus zusätzlich die Glaubenslehren, die Säulen, die drauf kamen. Und dann schreibt sie, mein Mann, Bruder Joseph Beetz, Vater Piers, das war der Bruder Hiram Edson, hier haben wir ihn, ne? Und andere, die mutig, edel und aufrichtig waren, gehörten zu denen, die nach dieser Wahrheit suchten. Vor 1844 und nach 1844. Und jetzt möchte ich euch hier lesen, was ja sehr wichtig ist. Sie schreibt, sie hat doch eine Vision gehabt, wo der Engel die Adventbewegung zeigt. Und zeigt auf der anderen Seite allen Spiritismus im letzten Verfallen und diesen Abfall. Und sie sieht alle in einen Eisenbahnzug, wie sie alle in die verkehrte Richtung fahren. Die treuen und die gläubigen Christen aller Bekenntnisse, weil sie die Wahrheit nicht annehmen. Und da sagt der Engel, schau etwas höher, schau entgegengesetzt. Und da sieht sie, schmalen Pfad, aufgeworfen bis zum Himmel, steht alles so schön in dem Buch, die Adventisten, wie sie pilgern. Und hinter ihnen der Mitternachtsruf. Wann war der Mitternachtsruf? 1844 im August, Christus kommt wieder. Kurz vor Abschluss dieser Zeit, das war so eine Bewegung gewesen, da kam nochmal der Höhepunkt. Und der reicht aus bis zur Wiederkunft Jesu. Wir müssen zurückschauen auf unsere Gründungsväter. Wenn wir nach vorne schauen, dann gehen wir von dem Pfad weg. Ich möchte das an einer Begebenheit illustrieren. Im 20. Jahrhundert, ob das nun vor dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg war, war eine Generalversammlung der Jesuiten gewesen und die waren in einer großen Kirche gewesen. Und das, wenn in den Kirchen ist, da steht vorne der Altar, wo derjenige steht, der spricht, und einen langen Durchgang, Kirchgang, und hinten war noch so eine Tür. Und rechts und links saßen die ganzen jesuitischen Priester und Brüder und alles haben sie natürlich auch geplant, organisiert, wie sie gegen den Protestantismus arbeiten und ihn wiederwerfen können. Und jedenfalls, dieser Oberste da, der Jesuitengeneral, hat sich in seiner Rede so ereifert, dass er zum Schluss das Trinkglas nimmt und sagt, so werden wir eines Tages den Protestantismus zerschmettern und nimmt das Glas und haut es auf den Steinfußboden. Und es kommt vielleicht auf die Kante auf, geht nicht kaputt und tanzt den langen Gang durch die ganze Kirche durch. Und wo es kurz vom Ende ist, kommt jemand zufällig zur Tür rein und das Glas raus und weg. Und diese Begebenheit wird uns in der Heiligen Schrift geschildert. Lest mit mir mal im Daniel, im Propheten Daniel, Kapitel 12. Und damit möchte ich das ja auch dann abrunden. Neben Kapitel 11, Entschuldigung.
In Kapitel 11, ab Vers 40, wird der Kampf zwischen Südkönig und Nordkönig geschildert. Südkönig sind ja alles die papsttumfeindlichen Mächte, die gegen das Papsttum, gegen den Protestantismus steht, gegen Amerika. Und der König des Südens symbolisiert ja der Atheismus und alles, was damit verbündet ist. Das haben wir ja im großen Kampf überall gelernt. Und es kommt zum Schluss noch einmal zum Krieg, Vers 40. Aber es kommt interessant. 41, dieser Nordkönig, dieses Papsttum Babylon, wird in das herrliche Land einfallen, ein Symbol für die Gemeinde, und viele werden umkommen. Es werden aber seiner Hand etliche drin, als Edom, Moab und der Hauptteil der Ammoniter. Natürlich ist das verschlüsselt. Wer sind die Moabiter und so weiter, spielt keine Rolle. Aber hier zeigt Gott, etliche werden entrinnen. Und ob wir zu diesen etlichen gehören, hat damit mit dem Verständnis dieser Wahrheit etwas zu tun. Versteht ihr das? Wer dieser Hand entrinnen werden, das können auch wir sein, vorausgesetzt, wir studieren diese Wahrheiten, wir kennen diese Wahrheiten, wir verstehen diese Wahrheiten. Es hat nämlich damit etwas zu tun, dass diese Wahrheiten im Adventismus nur noch von den Konservativen gelehrt werden und von uns natürlich auch, hat etwas mit einer anderen Entwicklung zu tun. Und zwar kurz vor dem Ersten Weltkrieg, gab es auch eine Jesuitenversammlung. Sie haben geplant, wie sie die protestantischen Gemeinschaften einschließlich der Adventisten unterwandern können. Und es kamen alle Vorschläge auf den Tisch als Geheimagenten. Und als sie das kurz beschließen wollten, ist ein alter Jesuit aufgestanden und hat gesagt, halt, Brüder, wartet. Die Adventisten haben eine Prophetin. Sie könnte unsere Pläne verraten. Wartet, bis diese Frau tot ist. Und die Unterwanderung ging ab den 20er Jahren los. Und das haben wir, das können wir den Schrifttum ganz deutlich festkennen. Also konservative Adventisten wissen, dass seit 1920 rund 100 Jahre lang die Gemeinschaft unterwandert wird. Und da kommen auch diese ganzen verschiedenen Lehren alle bei uns rein. Das Problem ist natürlich, es ist eine Prüfung für uns. Wir sollten diese Wahrheiten verstehen, annehmen, respektieren. Es war heute mal ein kleiner Einstieg gewesen. Jedenfalls, diese ganzen Wahrheiten mit diesen Sachen sind hier auf diesen Zeittafeln drauf. Damals hat man das verstanden. Und wenn wir heute das nicht als Grundlage verstehen, dann haben wir keine Identität. Wir als Gemeinschaft müssen noch wissen, woher wir gekommen sind. Andere Kirchen können auch sagen, woher sie kommen. Die Grundlage, woher ich komme, ist für mich ganz, ganz wichtig. Versteht ihr das Problem? Ich habe zu DDR-Zeiten, war ja noch eine Adventgemeinde, da gab es auch Adventistenprediger, sogar einen Vorsteher, die ausgetreten sind. Und wie sagt mir der eine leibliche Bruder von den anderen, der dann Sonntagshalter wurde, in die Kirchen ging, da wurden sie als Pastoren angestellt. Mein Bruder ist nach Babylon gegangen. Hauptmann, was sagst du dazu? Auch da habe ich den Bruder bedauert und seinen leiblichen Bruder auch, der war auch Prediger. Und da habe ich mir vorgenommen, jetzt besuchst du alle ausgetretenen Prediger und Vorsteher, warum sind sie gegangen? Habe mich eingeladen überall, haben mich auch ganz freundlich empfangen, habe sie gefragt, Bruder, warum hast du uns verlassen? Eigentlich ist Bruder Klingbeil und der andere so und so. Einer war sogar der Großvater Lehrer im Friedensau, was weiß ich. Und da haben sie übereinstimmend eins gesagt. Wir verstehen die Grundlagen der Miller-Bewegung nicht. Wir haben gesagt, wir verstehen die Heiligtumslehre nicht richtig, obwohl wir es studiert haben. Damals konnte ich das gar nicht so nachvollziehen, haben mir das alles erklärt. Heute weiß ich das, weil einfach die Zeitketten weggelassen worden sind. Dann war das Tägliche geändert worden, was seit 1900 nicht mehr gelehrt wurde und viele andere Dinge auch. Das ergibt ja keinen Sinn in der Adventbewegung, dass sogar gestanden intelligente Prediger vom Vorsteher angefangen gesagt haben, wir gehen in die sonntagshalten Kirchen, dort weht auch der Geist Gottes. Auch dir dieses Problem. Ich weiß noch, wie ich den einen Prediger frage, gesagt, hör ich mal zu, Adventistenkind, Prediger, jetzt gehst du nach Babylon, hast du denn kein Gewissen? Ja, sagt er, ich hatte Schuldgefühle, ich habe auch Gewissensbisse gehabt. Und? Ja, sagt er, ich habe begriffen, das ist das adventistische Gewissen. Jetzt habe ich es nicht mehr. Ich kann jetzt den Sonntag halten und lehren, ich habe keine Gewissensbisse mehr. Also Abfall hat auch etwas damit zu tun, dass ich die Wahrheiten nicht verstehe. Und da habe ich mir vorgenommen, jetzt forsche die Wahrheiten nach, alles, was ich gekriegt habe. Und dann kam natürlich die Wende, ich war dann noch in der Reformgemeinde, da habe ich viel Material vom Westen bekommen. Also was ich hier zusammengetragen habe, das ist über Jahre hinweg. Also wir haben ein Fundament, man muss es aber verstehen und man sollte das auch erkennen. So viel dazu. Ihr versteht, ihr lieben Geschwister, das war feste Speise. Ich habe mit der Gemeinschaft gesprochen und sie haben mir
die Erlaubnis gegeben, ich darf über diese Wahrheiten eine Abhandlung in Fortsetzung für den Sabbatwächter schreiben. Es kommen einige Fortsetzungen, wo das ganz detailliert mit Quellenangaben kommt. Das kann man ja nicht einmal, mal zwei, drei Seiten. Und da werden wir ja sehen, was dabei herauskommt. Da könnt ihr nachlesen, könnt ihr verstehen. Wer es interessiert, ich habe noch mal eine Frage an euch. Ist jetzt noch eine Frage, was nicht verstanden worden ist? Oder ist das alles für euch zu viel, dass euch das erschlägt? Der Tag war ja lang. Versteht das ja alles. Mathe ist ja nicht jedermanns Sache, ne? Aber das waren die sieben Donner plus der anderen Wahrheiten, die sie in den 46 Jahren erkannt haben. Das war der geistliche Tempel, der gebaut worden ist. Und in diesen Tempel kamen dann die Säulen rein. Und das ist die Adventbewegung. Okay. Ja, gut, dann möchte ich bloß aus dem Kopf mit einer Bibelstelle abschließen und die heißt, der Herr Jesus schreibt in Matthäus 24 oder lässt schreiben, die Auserwählten könnten verführt werden der Endzeit, wenn es möglich wäre. Aber warum ist es nicht möglich, kommentiert Ehegewalt, weil sie die Wahrheiten studiert haben. Das ist wichtig. Dieses nicht verführt werden, das nicht weggerissen werden von Babylon bedeutet, ich muss diese Wahrheiten verstehen, studieren, gelernt haben, muss mein Innerstes werden. Dann habe ich auch keinen Grund, überzulaufen nach Babylon. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir zu diesen Auserwählten, zu diesen Übrigen gehören, zu denen gehören, die sich retten können und die nicht mehr dabei sind, dieses kleine Häuflein der übrig geblieben. Ich danke euch. Amen.